Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ja, in der letzten Folge haben wir unseren Rover auf den Mann gebracht. Und in dieser Folge modifizieren wir die Rakete so, dass die Kapsel oben einem Eintritt in die Atmosphäre standhalten kann. Bedeutet, wir basteln jetzt ein bisschen rum und testen dann die Flugstärke durch die Atmosphäre. Da brauchen wir das Original. Was ist denn? Da ist der Lungs. First Windmill Lander ist da. Rover B1 plus Rakete. Bedeutet, wir müssen hier zwischen noch eine Stufe im Grunde einbauen. Wenn wir in der Größe hoffentlich jetzt die Schilder haben. Yes. Nein, oder? Stopp, das passt schon so. Der Teil muss plus ab. Darunter kommt sowas. Und dann das noch. Und im Grunde wäre der Plan, dass sich das Teil so arretiert, dass das Sitzeschild als erstes in die Erdatmosphäre einbringt. Also können wir da noch ein bisschen umarbeiten. Verkleidung löschen, Verkleidung bauen. So. Die Fairing nochmal neu machen. Und dann brauchen wir genügend Gyroskope, bitte schon auch noch verbaut. Also hier unten müssen wirklich massig sein. Damit jederzeit die Gyroskope ausgleichen können. Und oben das Teil hier bekommt auch noch was. Und zwar, wo war das denn? Hilfsmittel. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Bremsfallschirme. Drei Stück müssten reichen. Das ist die untere Halterung, genau, dann wird das mit aktiviert. Ihr werdet aber. Da brauchen wir noch eine Stage drin, da werdet ihr aktiviert. Das passt auch nicht, warte mal. Das wird damit reingesetzt. So, dann wird natürlich der Skipper hier oben endlich mal. Wo ist denn der scheiß Skipper wieder? Verbessert. Und die auch. Die kriegt auch mal verbesserte Standards. So. Das passt. Das passt auch. Das passt auch. Dann würde ich sagen, einmal speichern und auf die Startrampe, damit wir das Ganze testen können. Ich bin gespannt, die Idee dahinter ist relativ simpel eigentlich. Wir schießen das Teil hoch. Und dann relativ flach durch die Atmosphäre. Unten das Hitzeschild fängt die Hitze auf, die Hülle außenrum tut es ein bisschen abflankieren. Ich hoffe, dass diese Hülle das aushält. Dann klappen wir in der Atmosphäre die Hülle auf. Öffnen die Bremsfallschirme. Und bremsen uns runter. Dann aktivieren wir die Düsen. Orientieren uns auf dem Boden. Und alles ist gut. Also würde ich sagen, 3, 2, 1, Start for Test Mission for the Duna. Da geht's wieder ab. Up into the moon.
In the sky. Oh, warte mal, ich bin unter Boden. Hua! Das ist schon irgendwie... Ich ganz ehrlich, finde immer noch bis jetzt fast am faszinierendsten die Raumfahrt. Die Raumfahrt ist so eine Wissenschaft für sich einfach. Das ist gegen die Gesetze der Physik ankämpfen und schauen, dass man weit, weit weg von dem Boden kommt. Weit, weit weg. So, wir tun uns mal ein bisschen arretieren. Weiß nicht, warum sie sich in letzter Zeit immer so gern drehen anfangen. So. Und Gegenschub. Abkoppeln. Da fliegen die zwei Booster. Alter, jetzt sind wir wieder so an dem Ding dran. Der setzt einen aber auch immer wieder an die schönsten, lautesten Stellen an der Rakete, ne? Stopp, Bremse, da passt gut hin. Stopp, das passt schon. Das passt schon, das passt schon so. So. 70.000. Jetzt reduzieren wir ein bisschen den Boost. Eigentlich wäre es ja wurscht, aber ich will es einfach trotzdem ganz ruhig angehen. Wir müssen das jetzt testen und das muss funktionieren. Und dafür gehen wir in einen schönen Orbit und schauen, dass wir reinknallen. Ich glaube, bei Duna kann alles anders sein. Da ist die Atmosphäre, glaube ich, ein bisschen dünner auch. Das bedeutet, die Erde ist so der perfekte Vorkandidat, weil er eigentlich, glaube ich, sogar schwerer ist, wenn man es richtig sieht. Leute, wenn wir hier es schaffen, sollten wir es zu einer großen Wahrscheinlichkeit auch auf Duna schaffen. Problem natürlich ist, wir können es auch nicht auf Duna schaffen. So, jetzt arretieren wir uns nochmal genau auf die 90 Grad. Ja, 180 Grad, oder? 180, einmal 90 Grad sind das jetzt. Und einmal Vollboost nochmal. Alter. Nicht immer so nah ran. Nicht so nah ran. Was sage ich denn dir extra? Kann ja auch nicht näher ran. M ist doch nicht zoomen. M ist Karte. Perfekto. 500, was haben wir noch? Wir sind bei minus 2500 Kilometern. Bei 160. 100. Minus 50. Wir haben es sogar noch besser geschafft als erwartet. Oh, das, ja, okay. Ist ja tendenziell wurscht. Weil in dem Fall können wir es eh so darstellen. Okay, einmal schnell hier auf Vollboost. Dass wir aus der Atmosphäre rauskommen komplett. Perfekt, so. Rover is ready for landing und ich würde sagen, wir
steuern hier vorne mal an irgendwie. Bedeutet gegenläufig und dann versuchen wir irgendwo hier in der Wüste mal zu landen. Schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Jetzt vorsichtig natürlich vorgehen. Versuchen in der Nähe von Charon Station runter zu gehen. Da schaut es relativ angenehm aus. So. Wir sind ready. Wir warten noch bis kurz vor dem Eintritt in die Atmosphäre. Denn ab dem Moment ist ja eigentlich erst der spannende Teil. So, okay. Eintritt in die Atmosphäre in Kürze. Okay. Jetzt werde ich nervös. Wenn der Plan funktioniert, wie ich mir vorstelle, wäre es natürlich genial. Kapsel in Wiedereintritt. 60.000 Meter. Also bis zu 62.000 Kilometer. 62.000 Meter. 61.000 Meter. 60.000. Ich spule ein bisschen vor. Ja, spannend wird bei der Hitze. Jetzt hat also. Oh Gott. Es bleibt arretiert, das ist gut. Wir haben eigentlich nichts zu verlieren, aber für mich ist es gerade wirklich so. Das muss funktionieren. Geht auch relativ schnell runter. Ja, die Hülle hält gleich echt. Der Hüllenplan funktioniert. Alter, jo, tschüss. Der fliegt noch schneller wie wir und ist auch schon tiefer. Wird mir Gedanken machen, was da abgeht. Am meisten Sorgen mache ich mir denn eh beim Öffnen von der Fähre, vom Fairing. Komm schon. Okay, Hitze ist aus. Sie geht runter. Noch 800 Meter pro Sekunde. 700 Meter pro Sekunde. Also durch die Atmosphäre sind wir durch. Ohne Probleme. Das ist gut. Wir haben auch nicht den kompletten Appladator verbraucht. Ich werde also bei 10.000, glaube ich, öffne ich die Fairing. Frage ist, sollte ich die Fallschirme vielleicht sogar mit der Fairing öffnen? Dass die nach unten wegfallen können. Ich glaube, das ist gar nicht doof. Wir versuchen so langsam wie möglich zu werden. Jetzt. Fallschirme sind draußen. Huch.
Huch, das leckt. Ah, fuck. Ich will mein falsches Flugzeug dabei. Wechseln zu. Trotzdem verlassen. Was ist das denn für eine Assoziation schon wieder? Das ist schon wieder so richtig so. Ich muss aber woanders. Wo ist es denn? Nee. Hä, wo ist das Teil hin? Bin jetzt zurückgesetzt? Hat der Assi den jetzt echt zurückgesetzt? Als ob. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass er das zurückgesetzt hat. Nein. Hast du nicht. Das hat er nicht gemacht. Das hat der Assi gemacht. Aber vielleicht kann ich Ihnen auch sagen. Dass ich gerne von hier steuern würde. Antiradial. So. Wir spulen mal bis hierher vor. Na gut, dann machen wir das halt anders. So. Fairing ist offen. Weil ich muss das andere Teil steuern. Da muss ich wahrscheinlich anstatt... Ist gemein, dass man halt nicht wechseln kann währenddessen des Steuern. Das ist beschissen. Da gibt es aber bestimmt Mods, mit denen man das machen kann. So, wir spulen wieder vor. Das ist ja alles jetzt relativ Standard. Wenn man auf einmal so richtig so... Ja, das wird schon funktionieren. Wir treten wieder ein. Firetail. Durch die Atmosphäre mit vollem Tschüss! Alter, mir kommt es so bekannt vor irgendwie, als ob wir es schon mal gemacht hätten. Wenn man davon spricht, aber das scheint trotzdem keinen wirklichen Unterschied zu machen. So. 15.000, 14.000, blablabla. So. 1000 Metern, Fairing öffnen, Glück hat einen kleinen Schaden erhalten, Fallschirme öffnen. Kann ich den hier ausschalten? Oder irgendwas? Nee. Ich würde gerne von hier steuern. Wenn es das übernehmen könnte, würde es super. Nein! Boah. Ah! Das kann ich nur zuschauen, wie es aus dem Himmel fällt. Brems. Brems jetzt. Ich höre sie. Ah, es hat geöffnet. Schön. Ah, schau, dann bin ich jetzt hier. Okay. Kann's auch wieder steuern. Gut. Dann tue ich jetzt von hier steuern. Sag dem, der soll es so halten.
Jetzt schaut alles gut aus. Es funktioniert super. Rover-Test auf der Erde. Hatten wir bis jetzt auch noch nicht. Kann man die Bäume eigentlich untersuchen? Geht das rein theoretisch? Was ist das denn? Seht ihr den kleinen Punkt da? Können wir rein theoretisch hinfahren? Fangen jetzt schon mal an zu bremsen. Verstärkt an zu bremsen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Wie es wegfliegt. Okay. Dann muss man wieder einstellen. Wir müssen ja wieder hier von hier steuern. Und dann sollte das Teil sich auch wieder normal fahren lassen, oder? Antenne ausfahren. Antenne ausfahren. Was haben wir schon alles hier verwendet? Also wir können bestätigen, nach aktuellen Ansichten ist dieser Rover geeignet für einen Eintritt in die Duna-Atmosphäre. Wir haben ja auch, sagen wir in dem Fall, das ist ein Stein. Den schauen wir uns jetzt noch schnell an. Bedeutet, da hinten ist das Ding. Warum ist das so laut? Wir können damit ja auch wiederum bestätigen, dass wir gute Arbeit leisten. Also ich hätte jetzt, sagen wir mal ehrlich, nicht erwartet, dass das funktioniert. Ich habe mir vorgestellt, so weißt du, ein Unterniedschild, dann außenrum die Fairing, die tut dann halt sich ein bisschen ableiten. Das könnte funktionieren. Weil anders hat es ja sonst diese harten Flächen, wo ich mir denke, kommt die jetzt halt hin. Aber das bedeutet, rein theoretisch können wir den so hochschicken und in die Mars-Atmosphäre halt eindringen lassen direkt. Mit der Fairing. Und der Rest macht die Fairing selber. Aber ich will jetzt trotzdem schauen, was dieser Stein ist, ob ich den untersuchen kann oder nicht. Das wäre lustig. Auf der Erde den Stein untersuchen, das wäre funny. Wahrscheinlich, dann bringt es wahrscheinlich Millionen Punkte. Vor allem, wenn man mal gecheckt hat, warum das Ding in Scheiße fährt, dann ist auch alles wieder klar. Hui. Komm schon, lass dich analysieren, das wäre so witzig. Scan-Entfernung 2 Meter, keine Ziel in Reichweite. Okay, schade. Dann wirst du geborgen. Immerhin können wir den, so wie er ist getestet, direkt nach Duna schicken. Aber Leute, ich würde sagen, es war eine sehr erfolgreiche Folge dieses Mal. Wir haben es geschafft, offiziell unseren Rover Duna fertig zu machen. Wir können ihn nun beim bald Richtung Duna aufschicken. Doch als erstes schicken wir 4 Long-Range-Satelliten in die Umlaufbahn. In die höhere. Und das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es gefallen, wenn ihr, lasst unbedingt diesen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.